Hi Leute, wir packen heute gemeinsam den Maybelline Adventskalender aus. Es gibt verschiedene, habe ich wieder gesehen. Dieser hier, den habe ich online bei DM bestellt. Und wie ihr wisst, könnt ihr jeweils 3 Adventskalender mal gewinnen. Einen hier im YouTube-Video, einen auf Instagram und einen auf TikTok. Also falls ihr mir da noch nicht folgt, dann macht das sehr, sehr gerne. So habt ihr eine höhere Gewinnchance. Wenn ihr hier teilnehmen möchtet, einfach nur hier unten kostenlos meinen Kanal abonnieren, dem Video einen Daumen nach oben geben und etwas in die Kommentare schreiben. Vergesst auf keinen Fall, eine Kontaktmöglichkeit zu hinterlassen, wie zum Beispiel auch einen Instagram-Namen oder eben eine E-Mail-Adresse. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Unboxing. So sieht der Adventskalender von innen aus. Also habt ihr einfach so kleine Türchen. Und hier ist auch schon direkt das erste Türchen. Deswegen starten wir direkt auch hier mit. Und zwar haben wir hier im ersten Türchen schon was richtig Tolles. Und zwar einen Lippenstift in der Farbe 148 Summer Pink. So sieht der hier aus. Und wir packen den natürlich aus und schauen uns die Farbe an. Das ist so ein schönes Pink, was so ein bisschen metallisch schimmert. Müsste man auf den Lippen getragen sehen, um das jetzt zu beurteilen, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Aber das sei ja sowieso erstmal so dahingestellt. So, dann geht es weiter mit Türchen Nummer 2. Das haben wir hier auch schon direkt. Und da haben wir eine kleine Mascara, und zwar The Falsies Super Real Mascara. Das sind 4,7 Milliliter. So schaut die hier aus und das Bürstchen zeige ich euch natürlich auch direkt mal. Das sieht so aus und das ist hier noch unten so ein bisschen ohne Farbe, deswegen sieht das so ein bisschen komisch aus. Aber ja, das ist das Bürstchen. Das ist ein super dickes, normales Bürstchen, kein Gummibürstchen, sondern so ein Fasernbürstchen. Hier finde ich die Türchen tatsächlich total schnell, weil die Zahlen auch wirklich sehr gut hier aufgeschrieben worden sind. Und zwar haben wir jetzt hier in Türchen 3 ein Color Tattoo in der Farbe Pink Gold. Hält 24 Stunden lang und ich glaube, ihr alle wisst, was ein Color Tattoo ist. Das ist einfach so ein lang anhaltender Lidschatten, so ein Creme-Lidschatten. Türchen Nummer 4, das haben wir hier. Und da haben wir einen Lip Liner von Maybelline drin. Und zwar ist das der Color Sensational Nude Whisper in der Farbe 10. Und hier ist der Spitzer. Ich zeige euch jetzt hier direkt mal die Farbe. Das ist wirklich ein richtig schönes Nude, was, glaube ich, jeder gebrauchen kann, weil ich glaube, Nude mag einfach auch jeder. Türchen Nummer 5, das haben wir hier. Das ist echt ein bisschen schwer. Oha, hier ist sogar was von Garnier drin, und zwar ein Micellenwasser. Das ist dieses Pinke für empfindliche Haut. Das ist ein kleines, das ist, wie viel Milliliter ist denn das hier? Ich muss mal gucken. 100 Milliliter. Ja, perfekt als Reisegröße zum Mitnehmen. Finde ich auch nicht schlecht. Türchen Nummer 6, da bin ich ja jetzt gespannt. Wenn es jetzt so gut schon angefangen hat, muss doch in Türchen Nummer 6 auch was sehr Besonderes drin sein. Beziehungsweise ich hoffe darauf. Türchen Nummer 6 finde ich aber jetzt gerade irgendwie nicht. Ich gucke mal, ob ich das jetzt hier auf die Schnelle finden kann. Ah, hier. Direkt vor meinen Augen. Und schauen wir da mal direkt rein. Oh ja, hier ist was Besonderes drin in Türchen Nummer 6. Und zwar haben wir hier Maybelline Superstay Matte Ink in der Farbe, 65 Seductress oder so. Ich glaube, das ist eine sehr beliebte Farbe. Sieht so aus, ist ein richtig schönes Nude, was wiederum auch sehr gut zu dem Lip Liner passt, was wir hier drin hatten. Dann geht es weiter mit Türchen Nummer 7. Und hier ist auch irgendwas Leichtes drin. Mal schauen. Oh, das ist eine Mascara, glaube ich, oder? Nee, das ist ein Express Brow Fast Sculpt Mascara. Also ein Augenbrauengel in Clear. So sieht das hier aus. Das ist so ein kleines Augenbrauengel einfach. Genau, und hat hier so ein, ich glaube, man sieht es, so ein kleines Fasernbürstchen. Und das ist, wie gesagt, komplett Clear. Also wirklich für jede Augenbrauen, für jede Augenbrauenfarbe geeignet, genau. Richtig schön die Augenbrauen hochbürsten und genau, schauen wir mal, was die 8 so hergibt. Die muss ich tatsächlich nicht suchen, weil die habe ich schon entdeckt. Und zwar hört sich das irgendwie nach einem Nagellack für mich an. Mal gucken, ob ich recht habe. Ich wusste es. Und zwar ist das ein Fast Gel Nagellack von Maybelline. Das ist die Farbe 15 Caramel Crush und das ist auch echt eine schöne Farbe, finde ich. Sieht richtig schön aus. Auch wieder so nude. Dann geht es weiter mit Türchen 9. Und hier haben wir irgendwas richtig Großes drin. Ich weiß gar nicht was. Ein Mikrofaserhandschuh zur Reinigung und Trocknung des Gesichts. Oha, damit kann man sich auch richtig gut abschminken, könnte ich meinen. Also das finde ich richtig cool. Weil hier könnt ihr dann auch eure Hand einstecken. Und dann könnt ihr euch damit abschminken. Boah, das wird meine Mutter, glaube ich, voll feiern. Weil die schminkt sich voll gerne mit sowas ab. Und natürlich kann man das Gesicht auch damit trocknen. Aber ich könnte auch meinen, dass es ja, zum Abschminken auch gedacht ist. Und es hat hier auch so ein Waschlappen-Dings, wo man das so aufhängen kann. Und hier hinten steht auch nochmal Maybelline drauf. Und das ist so weich, wirklich.
als würde ich gerade meine Katze streicheln. So fühlt sich das gerade an. Also richtig, richtig flauschig einfach. Das finde ich echt richtig cool, muss ich sagen. Ja, das hat mir jetzt auch echt gut gefallen. Dann geht es weiter mit Türchen Nummer 10. Wo haben wir denn die 10? Wo versteckst du dich? Ach, direkt hier daneben. Und hier haben wir irgendwas Stiftartiges drin. Ich glaube, das ist ein, ja, ich wusste es, ein Eyeliner. Ist auch von Full Size. Hyper Precise All Day Liquid Liner in der Farbe Forest Brown. Also, es ist kein schwarzer Eyeliner, sondern ein brauner. Und hier könnt ihr auch direkt die Spitze sehen. Die ist ultra fein und ist so eine Filzstiftspitze. Türchen Nummer 11. Das haben wir hier. Da ist wieder Nagellack drin, wieder Nude. Und zwar Super Stay 7 Days Gel Nail Color. Schon wieder so ein Gel-Nagellack. In der Farbe steht hier oben drauf Brownstone 931. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut, aber wie gesagt, ich will ja bei solchen Adventskalendern eigentlich immer sehr viel Schminke drin haben und nicht so viel Nagellack, weil dann kann man sich halt, wie gesagt, so einen von Essie kaufen. Zwei Nagellacke finde ich aber bisher noch okay, weil ich mache meine Nägel ja jetzt auch selber mit Nagellack zu Hause. Deswegen bin ich ja gar nicht mehr so abgeneigt von Nagellack wie früher. Weil meine Nägel auch aktuell echt grauenvoll aussehen. So, machen wir weiter mit Türchen 12. Und hier ist natürlich kein Nagellack drin, sondern irgendwas anderes. Schauen wir direkt mal rein. Ein Full-Size-Produkt mal wieder. Und zwar ist das von Maybelline Fit Me Luminous and Smooth Hydrating Primer mit SPF 20. Das ist ja cool. Das sind 30 Milliliter, ist wie gesagt Full-Size. Türchen Nummer 13. Das habe ich eben gerade irgendwo gesehen. Ah, das ist hier, das ist so ein kleines. Da bin ich mal gespannt, was hier drin sein wird. Was ist das? Ich glaube, ein Spitzer oder so. Ja, tatsächlich, das ist nur ein Spitzer. Aber ich finde, so ein Spitzer kann man eigentlich auch ganz gut gebrauchen. So ein Zuna-Spitzer wäre besser gewesen. Aber ja, es ist einfach ein kleiner Spitzer. Wie gesagt, kann man sowieso immer mal gebrauchen. Finde ich auch nicht schlecht. Türchen 14. Das ist hier. Und hier haben wir wieder, bitte nicht wieder Nagellack. Oh, das ist mir echt jetzt ein bisschen. Okay, drei Nagellacke geht noch. Ein Fast Gel Nagellack in der Farbe steht doch hier. 13 Possessed Plum. Das ist halt so ein Dunkelrot. So sieht das hier aus. Aber ich hoffe immer noch auf noch mehr Schminke, tatsächlich. Gucken wir mal in Türchen 15 rein. Das ist wieder etwas größer. Und hier haben wir irgendwas Stiftartiges wieder drin. Das ist aber kein Stift, sondern The Colossal Curl Bounce. Eine Mascara. 5 Milliliter. Die schaut so aus. Guck mal. Weiße Produkte sieht man so schlecht in der Kamera. Und die hat so ein gebogenes Bürstchen. Türchen Nummer 16 ist wieder sehr, sehr groß. Aber hier ist auch wieder so ein Stift, könnte ich meinen, drin. Und zwar ist das wieder ein Lip Liner. Ein Shaping Lip Liner. Ein Color Sensational. Es ist die Farbe Nude Seduction. Das hat hier nicht drauf gepasst. Farbe 20. Und das kann ich euch auch gerne mal zeigen. Ist ein bisschen dunkler als der, den wir schon drin hatten. Türchen Nummer 17 ist an der Reihe. Hört sich leer an, aber ich hoffe nicht, dass es leer ist. Hier haben wir irgend so ein, ja, hier haben wir ein Scrunchie drin. Ich wusste es. Ist nicht irgend so ein Scrunchie, sondern ein Scrunchie von Maybelline. Ja, ist halt wieder so ein Füllprodukt, aber es ist eigentlich ein cooles Füllprodukt. Steht auch Maybelline mit drauf in Rot und in Samt. Türchen Nummer 18 befindet sich direkt nebenan. Und hier hören wir wieder was. Einen Stift. Nur was für einen Stift. Vielleicht so ein Kajal oder so, nehme ich mal stark an. Ja, tatsächlich. Ich wusste es. Und zwar ein Line Refine Expression Kajal in der Farbe 33 Black Soft Kohl Liner. Es ist einfach so ein ganz normaler, stinknormaler Eyeliner. Nicht Eyeliner, sondern ein Kajal. Genau. Türchen Nummer 19. Das ist jetzt wieder ein bisschen schwerer. Und hier haben wir ein Cheek Heat Sheer Cream Blush in der Farbe 15 Nude Burn. Finde ich sehr schön. Finde ich eigentlich auch echt toll, diese Blushes, diese Creme Blushes. So, wir nähern uns langsam dem Ende. Und zwar ist jetzt Türchen 20 an der Reihe. Und hier haben wir die Lash Sensational Full Fan Effect Mascara in der Farbe Very Black. Ich glaube, die Mascara kennt auch jeder. Ist ja genauso gehypt wie diese andere da. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ja, so sieht das Bürstchen aus. Es ist halt so ähnlich wie das, wo eben die Mascara so krass gehypt wird. Nur ist es gebogen. Genau. Aber ich mag die auch total gerne, die Mascara. Türchen 21. Sehr schwer. Und wieder ein Nagellack. Und zwar in der Farbe Rot. Superstay is Forever Strong 7 Days. Gel Nail Color ist auch richtig dreckig. Ich weiß nicht warum. Die Farbe ist 80. Nee, 08 Rouge Passion.
Ja, so schaut das hier aus. Das ist halt so ein klassisches Rot. Türchen 22, bin ich mal sehr gespannt drauf. Ihr wisst, Geburtstag meiner Mutter. Und hier ist, glaube ich, auch wieder irgendwas drin, was nichts mit Schminke zu tun hat. Weil das ist ein... Oh, das finde ich ja toll. Ein Beauty Blender von Maybelline. So sieht das hier aus. So ein Beauty Blender in einer Verpackung drin. Schauen wir uns den Beauty Blender doch mal genauer an. Ja, der ist halt sehr hart, ne? Kann man auf gar keinen Fall mit dem normalen Beauty Blender vergleichen. Das ist so ein rosaner, der ist zwar weich, aber von außen halt irgendwie schon hart. Aber kann man auf jeden Fall benutzen. Ist halt natürlich nicht vergleichbar mit dem originalen Beauty Blender. Das definitiv nicht. Aber ist ein cooles Produkt für 22. So, dann jetzt nur noch die 23 und ich bin so gespannt auf die 24, Leute. 23 haben wir wieder so einen Tattoo Liner drin. Das ist ein Gel Pencil Streaking Navy. Ja, doch, Streaking Navy tatsächlich in so einem Blau. Ist nicht mein Fall. Ich benutze sowas nicht, deswegen uninteressant für mich tatsächlich. Aber jetzt die 24. Da erhoffe ich mir, dass eine Full-Size-Mascara drin ist. Diese gehypte. Mal gucken, ob ich recht habe. Ja, ich wusste es. Und die ist auch richtig, richtig geil, Leute. Sowas habe ich gar nicht gesehen vorher, weil die ist so verchromt. Das ist diese Sky High und die meinte ich eben auch. Ey, wie cool ist das denn? Ist einfach so eine verchromte Sky High-Mascara. Gibt es die eigentlich auch im Handel? Ich weiß es nicht, aber das finde ich ja mega cool. Mega geil cool. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte, deswegen mixe ich die Worte schon. Aber das ist echt cool. Also, was sagen wir zu dem Kalender? Ich glaube, dass er sich lohnt für das Geld, aber wir rechnen das natürlich nochmal genauer nach. Bisher bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja, also ich würde definitiv sagen, Maybelline hat sich Mühe gegeben, kriegt einen Daumen hoch von mir. Hoffentlich stimmt der Preis jetzt am Ende noch. Also, wenn ihr ihn gewinnen wollt, macht hier gerne mit, macht auf Instagram in der Story mit, macht auf TikTok mit, macht überall mit. Und dann wünsche ich euch allen viel Glück und dann sehen wir uns auch schon bald zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!